Hochverehrtes Publikum, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Deine Story. Ja, ich bin Single. Immer noch. Aber warum? Jetzt mal ehrlich. Ich dusche zweimal täglich, habe noch alle Haare, keine Piercings, bin tierlieb und mittlerweile auf Facebook mit mehr Topmodels befreundet als Heidi Klum höchstpersönlich. So schwer zu vermitteln kann ich doch nicht sein, oder? Es liegt an mir. So viel wird mir langsam klar. Denn die moderne Frau von heute weiß schließlich ganz genau, was sie will. Gut so, Mädels. Wäre nur klasse, wenn ihr mir auch mal sagen würdet, was das denn so ist. Denn wenn ich zu Hause gemütlich bei einem gepflegten Gin Tonic in Jogginghose mal wieder durch die Profile meiner Facebook-Freundinnen scrolle, um endlich was Brauchbares zum Heiraten zu finden, ja, dann werde ich mit erschreckender Regelmäßigkeit von einem gigantischen Fragezeichen erschlagen. Da sieht die Freundesliste bei manchen schon mal aus wie das Insassenverzeichnis der JVA Landsberg. Bin ich denn der Einzige hier ohne Waffe und Tattoo? Von der dazugehörigen Pinnwand ganz zu schweigen. Louis Vuitton hier, Champagner am Strand dort. Und was sitzt denn da bitte in der Handtasche? Ist das eine Ratte? Ach nee, ein Hund. Steht ja sogar drunter. Cindy schreibt, Brutus und ich fliegen jetzt für 2 Tage nach Saint-Tropez. Werde also für 2 Tage nicht online sein. 265 Leuten gefällt das. Mann, warum kann man Personen auf Facebook eigentlich nur anstupsen? So langsam vermisse ich den Button schütteln und anschreien. Vielleicht hilft's ja doch bei der Suche nach der Frau fürs Leben, die eigene Wohnung ab und an zu verlassen. Es sei denn natürlich, man steht auf weibliche Postboten oder die Zeugen Jehovas. Ein kurzer Blick zu Facebook. Jenny lackiert gerade ihre Nägel und will wissen, wie wir das finden. Die weiblichen Postboten wirken jetzt ziemlich verlockend. Ich entscheide mich für eine kreative Pause, ziehe mir rasch ein Sakko an, das wenigstens einigermaßen zum Hemd passt und mache mich auf den Weg zum Dönerstand meines Vertrauens. Schick, schick, begrüßt mich Tarek. Heute noch Date oder was? Hä? Wie kommt denn der auf so einen Quatsch? Wenn der wüsste, wie schwer das ist. Ich setze gerade an, um Tarek mal so richtig die Welt zu erklären. Da trifft mich schlagartig die Erkenntnis. Ich dusche zweimal täglich, habe noch alle Haare, keine Piercings, bin tierlieb und trage ein Sakko zum Döneressen. Oh Gott, ich bin ein Spießer. Wie konnte das denn passieren? Kein Wunder, dass mich keine will. Appetit habe ich jetzt jedenfalls keinen mehr. Ich lasse mir also den Rest meines Döners einpacken und schleppe mein Spießergerippe durch die Fußgängerzone in Richtung Heimat. Mein Leben zieht an mir vorbei, so wie es sein wird, ohne jeden Zweifel. Plattenbau, Singlewohnung, Hund, samstags mit den Kumpels zum Skat, oh Gott. Muss ich denn wirklich erst im Unterhemd einen Spätkauf ausrauben und dann auf YouTube drüber rappen, damit sich irgendein anständiges Frauenzimmer für mich interessiert? Bin ich wirklich out, nur weil ich mir die Zähne putze, jeden Tag den Schlüpper wechsle und ab und zu die Spülmaschine einräume? Es muss doch noch Frauen geben, die das zu schätzen wissen. Frauen, die was im Hirn haben. Schlagfertig, einfühlsam, sportlich, gebildet, unschuldig, sexy, loyal. Mindestens 1,75, aus gutem Hause. Ziele im Leben, die über den Sommerschlussverkauf hinausgehen und Brüste. Ja, Brüste wären auch nett. Was ganz Normales eben. Mehr will ich doch gar nicht. Außerdem finde ich mich gar nicht so spießig. Ich will gerade aus Protest bei Rot über die Ampel gehen. Da spricht mich eine dieser nervigen Studentinnen an. Mitte 20, braune Haare, keine Piercings, Handtasche ja, aber ohne Hund. Ob ich nicht Lust hätte, die Welt zu retten und so. Meint die etwa mich? Ich kann ja noch nicht mal mich selbst retten. Ich habe den Kopf geschüttelt und bin weitergelaufen. Für sowas habe ich doch gar keine Zeit. Ich muss schleunigst nach Hause und mich wieder bei Facebook einloggen. Irgendwo muss es da ja noch eine anständige Frau geben. Das war's auch schon wieder von mir. Wenn's euch gefallen hat, dann schaut doch auch nächste Woche wieder rein bei Deine Story. Bis dahin und tschüss.